jetzt mal eine Funktion mit einem Array. Ich nehme die ganz dreist mal hier in quadratisch C rein, weil ich faul bin. Da gehört sie eigentlich nicht rein, aber Sie wissen, wie es gemeint ist. Eine Funktion, die ein Array aus Double-Zahlen erhält, eigentlich nur ein Zeiger auf das erste Element erhält und so weiter, und dann den Mittelwert zurückliefert. Versuchen Sie, so eine Funktion zu schreiben. Also eine sehr hilfreiche Funktion. Sie haben Messwerte und Sie geben dieser Funktion Ihr Array aus Messwerten und die Funktion liefert den Mittelwert zurück. Wie müsste die aussehen? Also unsere Funktion liefert eine Double-Zahl zurück, den Mittelwert. Sie heißt sinnvollerweise im Imperativ, Befehlsform, bilde Mittelwert, bilde, berechne, egal. Sie kriegt ein Array, genauer den Zeiger auf den vordersten Eintrag eines Arrays aus Double-Zahlen. Wenn Sie nur Double A schreiben würden, würden Sie sagen, du kriegst eine Double-Zahl. Nein, er kriegt den Zeiger auf das vorderste Element eines Arrays. Double A, leere Klammern, leere Eckigklammern. Und C ist sehr rustikal. C kann nicht sagen, wie groß so ein Array ist. Das müssen Sie C mitteilen. Es gibt noch ein weiteres Argument. Ich nenne es mal Länge. Das müssen Sie dem Ding mitteilen. Und jetzt rechne ich eben, naja, ich brauche die Summe. Starte ich mit 0.0. Eine Vorschleife, mit der ich durch das Array gehe. Und i gleich 0, i kleiner, Länge, i plus plus. Ich summiere die ganzen auf, also Summe plus gleich. Jetzt aus dem Array namens a. A ist der lokale Name für dieses Array. Eckigklammern von i, den i-ten Eintrag aus dem Array rausholen, auf die Summe drauf addieren. Und was er zurückgibt, ist die Summe durch die Länge. Es gibt auch keinen Ärger hier. Das ist Gleitkomma durch Ganzzahl. Das wird als Gleitkomma gerechnet. Wenn Sie hier Ganzzahl durch Ganzzahl rechnen würden, Vorsicht, dass dann wieder eine Ganzzahl rauskommt. Aber Gleitkomma durch Ganzzahl wird als Gleitkomma gerechnet. So sieht diese Funktion aus. Ich schreibe mal die Deklaration in die Header-Datei. Die heißt quadratisch die Header-Datei, sei es so. Semikolon dahinter. Wenn ich das Ding jetzt aufrufe, Main. Ist ja lustig, wir haben ja ein Array aus Gleitkomma-Zahlen. Ich rufe das doch einfach mal auf. Double M ist gleich, bilde Mittelwert. Ich berechne mal den Mittelwert meiner E6-Reihe hier von 1 bis 10.000. Ein bisschen unsinnig, aber sei es so. Die stand in dem Array F. Da kommen jetzt keine eckigen Klammern. F, das ist ein Zeiger auf den ersten Eintrag, den vordersten Eintrag des Arrays. Zeiger kommt später. Und jetzt will ich die Anzahl haben. Die Anzahl war 6 mal 4 plus 1. An dieser Stelle könnte man mit sizeof arbeiten, aber ich will es gar nicht erst anfangen. Normalerweise müssen Sie sich in C merken, wie groß Ihre Arrays waren. C wird es Ihnen nicht sagen, üblicherweise. So könnte das funktionieren. Also ich sage, das ist mein Array aus Double-Zahlen, das übergeben und so viele sind es. Mal gucken, ob irgendwas Plausibles rauskommt. Wo ist M? 1,2665 und weiter. 1,27 mal 10 hoch 3. 1267, so, na warum nicht, könnte sein. Aber vielleicht gucken wir einmal nochmal in den Aufruf rein. Ich setze hier einen Breakpunkt, eins da drüber. Wie wird diese Funktion jetzt aufgerufen? Zu meinem Breakpunkt. F ist der Name des Arrays mit meinen 25 Zahlen. Und ich sage, es sind 25 Sachen drin. Ich gehe in die Funktion rein. Und Sie sehen, okay, jetzt heißt f lokal a. Er zeigt hier im Debugger auch nur noch den ersten an, weil er gar nicht genau weiß, wie viele es sind.
Sie sehen hier deshalb nur noch den ersten. Aber wir haben ja uns gemerkt, in den zweiten Parameter, es sind 25. Und dann geht es hier los mit der Vorschleife. Wir rattern die 25 durch. Vielleicht gerade noch mal zu den eckigen Klammern. So sehen Sie typischerweise ein Array. Name des Arrays, eckige Klammern und eine Zahl da drin. Eine berechnete Zahl oder eine hart angegebene Zahl, 98. Damit greifen Sie auf die einzelnen Einträge zu. Wenn das rechts steht von irgendeinem Gleichheitszeichen, lesen Sie aus dem Array. Wenn das links steht, haben wir das irgendwo schon. Wenn das links steht von irgendeinem Gleichheitszeichen, da haben wir das, schreiben Sie das in das Array. Das sind eckige Klammern mit was drin, sozusagen. Dann sehen Sie eckige Klammern, die leer sind. Hier zum Beispiel, wenn ich ein Array durch Initialisierung sofort fülle, dann berechnet der Compiler, wie groß das sein muss. Dann können Sie die eckigen Klammern leer lassen. Oder hier an dieser Stelle sagen Sie dem Compiler, ja, das ist ein Array. Schön und gut, dann ist er glücklich mit den eckigen Klammern. Bei mehrdimensionalen Arrays muss man hier dann im Zweifelsfall hin und wieder doch mal ein paar Größen angeben. Und dann gibt es noch, dass Sie den Namen des Arrays einfach verwenden. Einfach nur der Name des Arrays, ohne eckige Klammern, F. Bei dem Aufruf hier steht einfach nur der Name des Arrays.